Geh nicht immer in die üblichen Dinge über, die du siehst, wenn Menschen alleine sind. Die sind ja eigentlich gar nicht mehr alleine, wenn sie alleine sind. Sie sind allein mit ihrem Handy, mit irgendeinem Gerät. Überall, also sind sie damit zusammen. Dieses, du musst nicht allein sein, denn du kannst ja immer dein Handy herausnehmen und interagieren. Das heißt, du kommst nie aus dem konzeptionellen Verstand heraus. Im Moment, wo du alleine bist, dann nimmst du das Handy raus und schaust deine E-Mails und SMS-Nachrichten an, Facebook-Nachrichten, Twitter-Nachrichten, was haben wir noch, Pinterest und all diese Dinge, von denen ich nicht mal irgendwas weiß. Und es gibt mehr und mehr, mit dem du deinen Verstand auffüllen, anfüllen kannst, damit du dich nicht alleine fühlen musst. Aber alleine zu sein ist auch wundervoll. Es ist, da kannst du nämlich die Weite am leichtesten finden. Wenn du sie nicht finden kannst, wenn du alleine bist, wie kannst du denn die Gegenwärtigkeit aufrechterhalten, wenn du mit anderen Menschen interagierst? Die Basis, also Gegenwärtigkeit aufrechtzuerhalten, während du mit anderen interagierst und herausgefordert bist, nicht nur von den anderen, sondern von deinem eigenen Verstand vor allem, die Basis ist, kannst du denn gegenwärtig sein, wenn du alleine bist? Wenn du aber dich nicht alleine sein willst, wenn du alleine bist und du nimmst nämlich dein Handy heraus und interagierst mit diesem Gerät, das bedeutet, dass du auf konzeptioneller Ebene gefangen bleibst, und zwar ständig, dann verpasst du doch großartige Gelegenheiten, präsent, gegenwärtig zu sein. Widerstehe also der Versuchung immer wieder. Es ist ja automatisch für die meisten Menschen dieser Tage. Im Moment, wo nichts passiert, dann schauen sie auf ihr Handy oder sowas. Manchmal musst du das natürlich tun, dann ist es auch völlig okay. Ich sag ja nicht, schau niemals darauf. Es mag natürlich einen Zeitpunkt kommen, wo du vielleicht 5 Minuten dich damit beschäftigst und befasst, aber dann reist du weiter in deinem Flugzeug oder im Bus oder fährst in deinem Auto. Großartige Gelegenheit, gegenwärtig zu sein, wenn du fährst. Nutze also diese Zeit alleine, wenn du alleine bist, als Teil deiner Übung. Manche Menschen haben Angst davor, alleine zu sein. Aber wenn du in der Lage bist, tief genug nach innen zu gehen und diese Dimension, die Camus den unschlagbaren Sommer in dir genannt hat, das ist ja die Weite, die Stille, dann wird die Einsamkeit, Einsamkeit ist ja ein negativer Begriff, keiner will einsam sein. Aber wenn du dich wohlfühlen kannst mit dir selbst, mit deinem eigenen Sein, und das kannst du ja nur dann, wenn du dich selbst in dieser Dimension spüren kannst, dann wird Einsamkeit zum Alleinsein. Und Alleinsein ist was Schönes. Es ist vital, sich mit sich selbst wohlzufühlen, um eine wahrhaftige Beziehung zu haben, die auch funktioniert, dann musst du die Fähigkeit haben, dich mit dir selbst wohlzufühlen, dich in deiner Haut wohlzufühlen, in der Lage zu sein, Momente des Alleinseins zu genießen, mit dir selbst zu sein, was ja eigentlich bedeutet, du selbst zu sein, dein Essenz selbst zu sein. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.